am heutigen Tag. Es geht noch einmal zu Papier. Und das Tor muss noch einmal vorlegen. Wir fahren heute nebeneinander. Noch einmal rein in die lange Gerade. Spielwurz noch ein Problem an der Lenkung. Weit rausgetragen, die Pürwurze. Die Pürwurze übernehmen die Führung. Kurze Dank ist auf der zweiten Position mit dabei. Die Pürwurze sind vorne. Crazy Duck auf der 2, die Duke Boys auf Platz 3. Racing Finales hoch auf der 4. Schachtel 41, dann Müller, FJK Racing auf der 5. Position mit dabei. Und Racing Finales hoch hier vorne schon wieder am Ausrollen. Das ist der Martin, der scheint draußen zu sein. Während dort vorne die Wühlmäuse den Ton angeben. Sie haben hier die Nase vorn auf Platz 1. Die Schachtel 759. Position. Da wird immer noch gekämpft um jeden Meter und die Wühlmäuse setzen sich weiter ab dort mit ihrem Fahrzeug. Die Waffenspielung Wolfsdorf fährt raus, ist ebenfalls ausgeschieden. Letzte Runde wird eingeläutet, die Duke Boys immer noch auf Platz 2, Crazy Duck auf der 3. Vierter Platz, 893, Johannes Schmidt, MV Racing, Position 5, Racing Team ABZO 4 auf Platz 5 dabei mit ihrem Fahrzeug. Zielflagge wird gehoben für die Wühlmäuse, das sieht nach Startzielsieg aus, souverän herausgefahren von den Orangen auf Platz 1 in der Ziellinie. Boys auf der 2, Dönsidak auf 3, MV Racing auf der 4, Racing Team ABZO, Platz Nummer 5, FKT Racing, Platz Nummer 6 hier in der 60.